Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Netzwerktechnik. Heute geht es um die HTTP Status Codes und die kennt ihr wahrscheinlich zu einem gewissen Teil. Ich habe die mal rot markiert, die ihr höchstwahrscheinlich kennt. Aber das funktioniert nicht nur für FTP, sondern auch für HTTP, sondern auch für FTP und andere Protokolle. Die haben einfach mehrere Codes sozusagen, die sie euch zurückschicken. Und wenn dann irgendwie ein Code zurückkommt, dann weiß man, okay, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und so baut man eigentlich auch sein eigenes Protokoll auf. Man liefert immer Codes zurück und dann eine Antwort. Das heißt, man weiß gleich, ob irgendwas in Ordnung war, ob irgendwas nicht funktioniert hat oder was genau nicht funktioniert hat. Ja, und genau, das war jetzt hier dann mehr oder weniger. Es gibt mehrere verschiedene Status-Codes und die sind immer unterteilt in 1er vorne dran. Das ist übrigens meistens so, dass wir drei Stellen haben. 1 irgendwas bedeutet, es gibt noch Informationen, das heißt, die Bearbeitung von der Anfrage dauert noch ein bisschen, weil irgendwie irgendwas sehr, sehr lange dauert und irgendwas noch berechnet werden muss, aber sie kommt dann gleich sozusagen, das ist irgendwie mit 1. Die kommt allerdings relativ selten, zumindest bei HTTP an, könnt ihr aber gerne auch bei euren eigenen Protokollen oder sowas, falls ihr eins schreibt, müsst ihr dann oder solltet ihr dann auch solche, also es ist hilfreich, wenn man diese Struktur hier verwendet. 2 und irgendwas hinten dran bedeutet Erfolg, das heißt 200, das ist so der absolute Standardcode, das ist okay, das heißt irgendwas war erfolgreich und es ist erfolgreich zurückgekommen. Hier gibt es aber auch noch ein paar andere, die ich euch jetzt auch nicht unbedingt alle vorlesen möchte. 3 und irgendwas bedeutet, dass irgendwie diese Seite nicht mehr verfügbar ist, beziehungsweise dass man irgendwie, dass man eigentlich als Client noch ein bisschen mehr machen muss. Man muss sich zum Beispiel, man muss irgendwie eine andere Website aufrufen, das wäre moved permanently. Das heißt, diese Adresse zum Beispiel wikipedia.org gibt es nicht mehr. Man muss jetzt eigentlich auf de.wikipedia.org. Das wäre dann ein Move Permanently, das wird dann noch angezeigt. Die Adresse ist nicht mehr verfügbar, bitte geben Sie, oder ab sofort ist jetzt halt da und da. Sowas in die Richtung. Dann hier Multiple Choices bedeutet so viel wie, ja, es ist einfach nicht, es sind mehrere gleiche Ressourcen quasi verfügbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die index.html gehe, dann weiß ich nicht, welche von diesen index.htmls ich anzeigen möchte. Vielleicht gibt es ja noch index.php oder sowas. Deswegen weiß der Server nicht, was er jetzt genau anzeigen soll. Wird aber eigentlich alles normalerweise für den Benutzer relativ leicht gemacht heutzutage. Also da muss man da nichts mehr machen. So, und die 4 und irgendwas, das sind dann die gescheiterten Anfragen und das sind auch die Codes, die man am ehesten kennt, weil die auch wirklich dann angezeigt werden. 404 not found kennt man höchstwahrscheinlich, 403 forbidden, das ist, weil man sich nicht irgendwie authentifiziert hat, das heißt, man muss sich zum Beispiel irgendwie anmelden vorher und hat keine Rechte, um darauf zuzugreifen. 402 war mir auch neu, das heißt, man muss irgendwie was bezahlen, damit man da rein kann. Wird aber heutzutage scheinbar noch nicht verwendet, sagt zumindest Wikipedia hier gerade. 401 unauthorized, da muss man sich einloggen dafür, damit man eben da rein kann. 400 ist einfach ein bad request, das bedeutet, man hat die Anfrage falsch aufgebaut und hier gibt es eben noch einige andere. Also ich würde euch da einfach mal empfehlen, die komplett durchzulesen, vor allem auch wegen 418, I'm a teapot. Das war ein April-Scherz tatsächlich von der IETF. Was ich ziemlich, ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. Also einfach mal so einen Status-Code einzuleiten, der ein Teapot ist. Aber hey, warum eigentlich nicht? Genau. Und dann die 500er Fehler, das sind die Fehler, die tatsächlich am Server liegen. Das heißt, ein 503 ist ein Service unavailable. Der Server ist aktuell gerade einfach nicht mehr da, wegen Überlastung oder Wartungsarbeiten zum Beispiel. Not implemented gibt es auch. Internal Server Error ist einfach eine Sammelfehlermeldung für unerwartete Serverfehler hier. Und das ist auch ziemlich geil. Und 508 ist einfach Loop Detected. Das heißt, der Server läuft in der Endlosschleife, was natürlich auch nicht sein soll. Also hier kann man relativ viele Anfragen direkt einfach mal sehen. Und hier unten haben wir auch die 900er Anfragen. Das sind tatsächlich proprietäre Fehler. Falls irgendjemand nochmal selber das Ganze um Fehler erweitern möchte, kann er das hier gerne tun. Ja, und das ist ziemlich cool. Falls ihr, wie gesagt, also das ist jetzt nicht wegen den HTTP-Status-Codes, nur damit ihr mehr oder weniger wisst, wie solche Status-Codes überhaupt zustande kommen. Wir haben uns letztes Mal ja den 200er angeguckt, weil damit alles in Ordnung war. Ich würde euch einfach empfehlen, falls ihr ein eigenes Protokoll schreibt oder falls ihr irgendwie auch mal mit FTP oder sowas zu tun habt oder anderen coolen Protokollen, die vielleicht einen Status-Code liefern, schaut ihr einfach nach diesen Status-Codes nach. Das ist einfach wirklich das Standardvorgehen bei solchen Protokollen, dass die eben so einen Code zurückliefern und anhand von dem Code weiß man eigentlich schon, was gerade Sache ist.
Ja, und wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie jetzt, ich lese euch Codes vor sein, sondern mehr oder weniger ein, hier gibt es eine Liste von Codes, an der könnt ihr euch orientieren. Okay, und das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.